Gut, sehen wir uns einmal an, wie sich auf Moodle ein Glossareintrag erstellen lässt. Zunächst auf Eintrag hinzufügen klicken. Dann den Titel eingeben. Dann unten bei Definition hineinklicken auf Bild. Dann Repositories durchsuchen. Und ich wähle hier jeweils Wikimedia Commons durchsuchen und hier nochmal Giraffe eingeben, übertragen. Und schon finden sich hier jede Menge Bilder. Ich nehme mal das hier, das gefällt mir sehr gut. Datei auswählen und kann jetzt hier die Größe einstellen, zum Beispiel 200 Pixel. Dann als Beschreibung Giraffe. Vielleicht, wenn sie dann zwei sind, und bei der Ausrichtung rechts wählen, Bild sichern. Jetzt haben wir hier schon mal das Bild, jetzt brauche ich noch den Text für Giraffe. Gehe ich mal auf Wikipedia, kopiere mir hier den Text und füge diesen hier wieder ein. Dann speichere ich das Ganze noch ab. Und schon haben wir einen neuen Glossareintrag. Ich wünsche viel Erfolg beim selber Ausprobieren.